Eine Frau im technischen Bereich, eine Katastrophe, ein Skandal eigentlich. Ich bin Tanja Stöckl und bin selbstständige Unternehmerin. Mein Unternehmen ist hauptsächlich einmal Tankstelle, Kaffeehaus und Shop. Der eine braucht seine Pakete, der nächste will eigentlich nur seinen Kaffee, der dritte will tanken und sein Bargeld abgeben und Auto waschen. Also ich traue mir zu behaupten, wir können ziemlich viele Dinge für die Kunden auf einmal erledigen hier. Für mich ist der Unternehmer also immer verbunden mit einem Familienbetrieb oder mit einer Person. Der größte Vorteil, den man bieten kann, gegenüber eines Konzernes. Und dort merken dann die Leute den Unterschied. Wenn der dann seinen Job noch gern macht und Leidenschaft dabei ist, dann ist das ja auch schon eigentlich die komplette Mixtur für den Erfolg. Also wir haben wirklich versucht, den Großteil unseres Sortiments bereits, wo es möglich ist, auszutauschen gegen regionale Unternehmer, wo man vielleicht mit dem Preis gar nicht oft so weit, mit einem Konzern gar nicht so weit daneben liegt. Umso mehr wir in diese Richtung denken, umso leichter ist es eigentlich, die Regionen zu stärken und resilienter zu machen. Erfolg muss jetzt nicht unbedingt greifbar in Geld sein oder sonst, sondern es ist Anerkennung, es ist Respekt, es ist Wertschätzung. Das ist auch mehr Antrieb als Geld alleine. Wenn sich beides bestätigt, das ist dann der gigantische Erfolg. Wenn man das, was man tut, gern tut, dann ist es auf der einen Seite keine Arbeit, dann ist es eigentlich nur eine Selbstverwirklichung. Das der Tipp ist einfach leben. Leben, machen, tun. Der Erfolg kommt eh von alleine. Es waren ja alle mitunter sehr skeptisch. Die Volksbank war nie skeptisch und hat mich immer unterstützt.